Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana und wir spielen mit anderen zusammen in der Region Brutal und wir bauen das Radaraster. Okay. Das ist jetzt keine super schwere Mission. Man läuft eben viel durch die Gegend und verbraucht Material, aber ja. Vielleicht kommt ja doch jemand dazu, dann geht's schneller. Und verbei meine Sicht. Jo, das nenne ich auch Spaß. Sammelt das Zeug natürlich ein. Fast, glaube ich. Ich glaube, ich habe was liegen lassen. Na, egal. Wir brauchen wahrscheinlich noch Steine. Denn je nachdem, was für ein Radaraster wir haben, ist es ja gegebenenfalls notwendig, Steine zu benutzen. Und das Team ist auch voll. Holla! Auf geht's! Du weißt, was du zu tun hast. Ich glaube, den Turm, den ich eigentlich bauen wollte, den baut gerade ein anderer. Dann gehe ich zum nächsten. Bei dem noch keiner ist. Der Sturm randaliert. Upsa. Oh, ist er nicht schick, der Tyranno. Na bitte. Ein Steinturm. Hatten wir also Glück, dass wir das gerade sowieso gesammelt haben. So, das hätten wir schon mal. Und dann brauchen wir eine Treppe. Fangen wir an. Und eine Treppe brauchen wir, haben wir gesagt. Lass mich doch das Ding erstmal einsetzen, Leute. Wer ist der Nächste? Wo ist denn die? Oh, ich hasse es, wenn sie mich bombardieren. So. Wo ist es? So, dann machen wir weiter. Und brauchen wieder eine Treppe. Das heißt aber erstmal könnten wir eigentlich die Wände hier machen. Hier müssten wir die machen, allerdings so rum. Und da brauchen wir eine andere. Und hier brauchen wir eine vollständige. So, und dann brauchen wir hier die Treppe. Na? Geh. Und wir brauchen eine Treppe, die so geht. Dann brauchen wir das hier und das hier. Ah! Ich wollte keine Wand bauen, sondern den Fußboden. Ich wollte den Fußboden bauen. Hallo? Also, heute läuft es aber auch echt super, ey.
So, da haben wir den fertig. Aber wir haben die drei Türme vollständig. Und jetzt geht's an die Bonusbelohnungen. Das holen wir uns natürlich ab. So. Und für mich geht es natürlich auch ans Material sammeln. Und ich habe natürlich nur noch ein paar Daily-Aufgaben, die ich gerne erledigen würde. Natürlich würde ich auch gerne ein paar Topfenstücke einsammeln. Sei tapfer, kleine Festung. Irgendwas verfolgt mich da. Höhenwesen. So. Der wird schon gebaut. Und, also falls ihr euch wundert, ich antworte aber nicht auf irgendwelche Anfragen, während ich spiele. Sorry, Ambo mache ich direkt danach, wenn ich dann mit der Aufnahme fertig bin. Aber es ist einfach nicht fair gegenüber den Spielern, mit denen ich gerade zusammenspiele, wenn ich antworten würde. Wow. Der ist mal durchgelaufen. Da bin ich am Limit. Nach wie vor. Gute Arbeit. Rohrtürme. Du hast noch etwas Zeit übrig. Warum suchst du nicht nach Ressourcen? Da bin ich dabei. So. Hat cool. Mich nicht gehalten. Öl. Was machen wir damit? Irgendeiner hat Öl gefunden, das ist super. Ich weiß es noch nicht. Aber mir ist der Gedanke gekommen, was wäre, wenn das nicht der erste Sturm wäre? Ich schätze, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich denke fast nur an Massenaussterben. Ich weiß, ich habe all deine Abhandlungen gelesen. Hab all deine Abhandlungen überflogen. Da hinten ist ein Ölbohrturm. Das muss so aufregend für dich sein. Während ich hinlaufe, trinke ich einen Schluck Kaffee. Zu durchleben. Also aus wissenschaftlicher Sicht. Das ist ein Ölbohrturm. Juhu, Tragödie. Nicht zu verwechseln mit den Windrädern, wie in meiner letzten Mission irgendwie andeutungsweise. Mitgeteilt, wobei es auch jetzt kein Öl gab. Das gibt ordentlich Metall. Und auch das gibt ordentlich Metall. So, wir brauchen aber vor allem auch Stein. Bam. One-Hit-Wonder. So viele. So viele Höhlenwesen. So, ich könnte nebenbei eigentlich noch, ist aber nett.
weiter suchen und hoffen. Irgendwas schießt da. Ich ignoriere es einfach mal. Es wäre eigentlich noch genug Zeit, gegebenenfalls sogar einen der Radartürme zu starten. Also gucken wir mal, ob wir noch einen Blutlauf finden, weil ich brauche, wenn ich mich recht entsinne, braucht man zwei dafür. Ja, so langsam geht die mir auf den Sack. Habe ich es nicht gesagt, die geht mir auf den Sack? Ups. Eine von fünf Ölproben erst, das ist echt bitter. So, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier was Ordentliches finde, wenn ich reingehe. Da war schon jemand, das Ordentliche wurde also schon gefunden. Aber nehmen wir das Metall. Das ist auch gut. Und gehen schnell wieder raus. Scheiße, was ist das denn? Da verfolgt mich was. Okay. Jo, das verfolgt mich immer noch. Das. Bam, 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 bam. Jo. Also Ressourcen einsammeln, das ist auch eine gute Geschichte. Schadet definitiv nie. Aber das brauchen wir, glaube ich, auf dem Level auch nicht mehr erzählen. Also das wisst ihr alle. Was ich mir jetzt gerade überlege ist, ich könnte eigentlich noch ein bisschen was bauen. Und zwar, ja, ein paar Fallen. Weil, wie ich das gerade so richtig sehe, erstmal was wegschmeißen. Was ist das denn? Gewöhnliche Fernwaffe? Wieso ist die... Hä? Habe ich die im Einsatz? Ach ne, die kann man bloß fallen lassen. Das war's. Okay. Die brauche ich jetzt nicht, lasse ich fallen, weil ich brauche tatsächlich Platz in meinem Inventar. Und nebenbei würde ich tatsächlich ein paar Fallen bauen. So. Das bringt Punkte im Spiel, fürs Spiel, für alle. Deswegen macht man das, oder sollte das tun, vor allem wenn man Zeit hat. Ne, die mache ich jetzt nicht, die Anomalie. Ein nettes Werkzeug. Wir haben Zeit und dann ist es natürlich super. Na. Wenn man regelmäßig dann auch ein bisschen was... Na? Um Willens Willen. Baut. Denn das bringt das Gesamt... Ergebnis nach oben für alle. Für einen selbst natürlich, aber für alle vor allem. Und darum geht es ja in einem Gemeinschaftsspiel. Dass man gemeinsam vorankommt. Metallwände? Wow. Jukebox. Bam, bam. Jetzt muss ich echt mal schauen, hey, ist was da noch irgendwas geben, was mir Öl ausspuckt. Nö, aber es gibt Hüllen. Feuerhöhlen sind auch super. Denn auch die wollen getötet werden.
Das ist jetzt ein Wasserturm. Der soll... Nee, das ist auch ein Ölturm. Das sollte eigentlich auch Öl... Gegebenenfalls Öl geben. Oder war es ein Wasserturm? Das ist... also, ich steige doch noch nicht so ganz dahinter. Obwohl ich irgendwie dachte, ich hätte es verstanden. Stormchest. Jo, ich komme. Wir haben Zeit. Stormchest, super. Ging schneller als gedacht. Und gibt ordentlich Belohnung. Das ist der Schöne an der Storm Chest. So, jetzt hatte ich doch hier noch so einen Turm gesehen. Jetzt bin ich doch gespannt, ob wir hier noch Öl rauskriegen. Oder ob es eben nicht als Öl zählt. Ölbohrturm zählt. Anscheinend nicht, da ist noch so einer. Ist echt schade. Aber was soll man machen? Wenn es halt nicht rauskommt, kommt es nicht raus. Noch zwei Minuten, da hinten ist noch einer. Wir versuchen es. Das könnte jetzt vielleicht einer sein, der was abwirft. Das sieht ein bisschen... Ach, war so klar. So. I'm on the way. I'm on the way. Lasst mich nochmal Öl finden, bitte. Es ist nicht normal, oder? Ist das so schlecht verteilt? Oder kann man pro Map maximal eins finden und muss fünf Maps machen? Das kann nicht sein. Ich bin mir sicher, ich hatte in einer Karte mal zwei gefunden. Also, obwohl ich hier 1 von 5 stehen habe, aber den Grund habe ich in einer anderen Folge schon mal erzählt. Ist gleich rum. Nur noch 30 Sekunden. Da hauen wir noch ein bisschen Steine. Die brauchen wir dringend. Holz übrigens auch, wie ich das gerade so sehe. Aber Stein ist wichtiger. Patron! Bald habe ich das Arsenal einer kleinen Elite-Armee. Was läuft denn hier hinter mir her? Punkte. Wollte ich gerade sagen. Aber da war schon rum. Joa. Kampf ist mittelmäßig. Geräte relativ weit vorne durch die Fallen, die ich gebaut habe. Und das müsste auch für das nächste Stüflein reichen mit 3 Fertigkeitspunkten.
Jo, reicht das auch? So, und dann schauen wir mal, was wir bekommen. Also, theoretisch könnte es einen Fünfer geben, ne, würde ich sagen. Wir haben alle 5 Radartürme gebaut, die möglich sind. Also, alle Radartürme, die möglich sind. Waren 5 sind es, glaube ich, ne? Jo, eine Level 5er. Und dann natürlich ein bisschen Geräte und das macht manchmal den entscheidenden Unterschied. Und von daher gucken wir mal rein. So, wir haben Saisongold, wir haben Skizzen-EP und wir haben Vorteil plus ungewöhnlich. Das ist schön. Dann Hüllenausrottung abgeschlossen als Konstrukteur. Das gibt natürlich 50 V-Bucks und 100 tägliche Münzen. Das kennt man ja schon. Giftige Schätze abgeschlossen. Nochmal 30 V-Bucks. Und dann haben wir die Missionsalarmbelohnung. 5 Augen des Sturms, sehr schön. Und 80 Tickets. Und last but not least gab es einen Weiterentwicklungsmaterialienvorrat. Nochmal 6 Augen des Sturms. Das ist ordentlich. Ja, baue das Radarraster. Sehr schöne Mission. Super easy gelaufen. Ist jetzt nicht mein Favorite, was die Mission betrifft, aber war gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.